Ladies and Gentlemen, the World Championship Master of Champions and Ranchens is back. Ja. Freunde, ihr habt es wahrscheinlich letzte Woche schon gesehen. Ich habe ein paar Rekorde gemacht und ich habe sogar einige davon gebrochen. Vielleicht schaut das Video, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Egal, egal. Mashallah, Bruder. Bleib, Mu. Bleib. Und heute machen wir das Ganze nochmal, Freunde, nur ein bisschen geiler, weil ich habe jetzt noch viel, viel heftigere Weltrekorde dabei. Und die werden wir heute jeden einzelnen nacheinander schlagen, aber ohne Notar, weil ich habe keinen, der irgendwie aufpasst, ob ich es richtig mache, Freunde. Deswegen schreibt mir in die Kommentare, ob ich es schaffe. Und wie immer, ihr könnt mitmachen auf Instagram, verlinkt mich gerne und sowas. Ich werde euch reposten, ich werde mir alles angucken. Aber auch nur, wenn ihr die Rekorde schafft. Im Gegensatz zu mir. Oder sogar besser macht als ich. Aber ohne viel rumzuschnacken, ich würde sagen, wir fangen direkt mit dem allerersten an. Und ich bin ehrlich, Freunde, darauf habe ich mich schon die ganze Zeit gefreut, seitdem ich es geholt habe. Denn wir sehen schon, Freunde, es gibt Pokémon-Karten. Und damit kommen wir zur allerersten Challenge, denn Weltrekord Nummer 1 ist, ein Happy Meal so schnell wie möglich zu essen. Und der Rekord hierbei liegt bei 16 Sekunden für das ganze scheiß Happy Meal. Von daher, wir machen das mal auf, Digga. Jetzt gerade sogar diese Pokémon-Edition, Digga. Ich feiere das voll. So, und gucken mal, was alles drin ist. Wir machen ein Pack-Opening. Oh, hä? Oh mein Gott, Digga, einfach Mundspülung. Da, Digga, da ist noch mehr drin, Alter. Bruder, das kann doch nicht sein. Oh mein Gott, einfach ein Momo. Boah, ey, das wird ja immer krasser. Freunde, wir machen jetzt ernst. Auf jeden Fall, ihr seht schon, wir haben hier einen Cheeseburger. Dann haben wir hier, Bruder, darauf habe ich am meisten Bock, wenn ich ehrlich bin, Digga. Einfach geile Pommes. Stück Ketchup, das werde ich jetzt aber nicht mehr zur Challenge zählen. Wir haben hier noch ein Eis, Freunde, das muss ich auch versuchen, so schnell wie möglich zu essen. Alles in 16 Sekunden. Und eine schöne Capri Sun. Ich habe echt keine Ahnung, ob ich das schaffe. Bevor wir aber das machen, Freunde, wir öffnen kurz dieses kleine Pokémon-Pack, weil ich will einfach mal gucken, was da drin ist. Oha, Digga, die haben einfach echt so Sammelkarten, haben die jetzt. So, wir machen das auf und wir gucken. Okay, wir haben hier ein Holo Chilast, Junge. Dann haben wir ein Froxy, ein Memeon und ein Baut. Wow! Ja! Yeah. Scheiß auf die Karten, wir fangen an. So, wir haben jetzt hier den Timer und ich starte den einfach. Ich mach erstmal alles auf. Burger wird aufgemacht. Das hier wird aufgemacht. Weg, Baba. Das kriege ich nie im Leben in 16 Sekunden hin. Ein ganzes scheiß Happy Meal. Let's go. Der Timer läuft, Freunde. In 3, 2, 1. Gib ihm! Oh mein Gott! Ich habe jetzt schon verloren. Bin so sicher. Chill, chill, chill. Opa. Boah, ist das trocken, Alter. Wir sind noch bei 14 Sekunden. Immer noch. Bruder, wie hat der Typ das geschafft? Gott, Digga, ich trinke die Scheiße immer noch. Okay, boah, scheiß drauf. Ich hab das nie im Leben. Selbst wenn ich die Scheiße stoppe und versuche zu stummeln, das geht nicht. Ich bin jetzt locker schon mal fast eine Minute. Aber ich habe noch nichts gegessen. Ich glaube, for real, Freunde, wir können das abbrechen, weil ich habe für, glaube ich, 20 Sekunden oder so die Zeit gestoppt, einfach, um irgendwie zu schummeln. Aber selbst da sind wir schon bei einer Minute. Also 16 Sekunden beim Happy Meal zu versuchen, schaffen wir auf jeden Fall nicht. Können wir mal versuchen, 16 Sekunden nur für die Pommes zu machen. Von daher, wir löschen kurz. Let's go. Oh mein Gott, das ist nur eine Schande. Ah. Es geht nicht. Schlecht. Okay, also wir haben auf jeden Fall Weltrekord mit 16 Sekunden. Ich glaube, ich bin ungefähr alleine für die Pommes bei einer Minute. Den Rest bin ich safe bei 1-2 Minuten. Das können wir komplett vergessen. Der Weltrekord war komplett der Reinfall. Aber ich glaube, wir haben beim letzten Mal auch schon gesehen, was Wettessen angeht und so, bin ich komplette Niete. Also ich kann sowas einfach nicht. Ich kann nicht schnell essen, denke ich. Ich muss Essen genießen. Verdammte Scheiße, Mann. Also Rekord Nummer 1, Freunde, brechen wir jetzt hiermit ab. Ich habe jetzt nicht alles komplett fertig gekriegt, aber selbst mit den Sachen, die ich hatte, habe ich ungefähr 2-3 Minuten gebraucht und das ist viel zu viel. Von daher, leider nicht gepackt, wir kommen weiter zum zweiten. Also mir ist jetzt schon schlecht. Mit Nummer 2, Freunde, und ihr seht schon, hier habe ich auch ein bisschen mehr Bock drauf, weil hier haben wir auf jeden Fall 13 Donuts am Start. Und das hat auch einen Grund, dass wir 13 Donuts haben, denn der Weltrekord beim Donut-Stapeln liegt bei 12 Stück. Und Digga, das wird doch nicht so schwer sein. Wir packen einfach einen Donut, machen einen anderen drauf und das einfach, bis wir sozusagen 13 Stück haben, dann haben wir einen scheiß Weltrekord. Hier ist zwar niemand, der das irgendwie bestätigt, aber falls ich es hinkriege, Freunde, dann werde ich einen holen. Wir starten sofort rein, Digga, und warte. So, wir haben 2 Donuts, Freunde, ne? Zählt mit. 3 Donuts. So, wir haben jetzt schon 5 Donuts aufeinander. Ich hoffe nur, die fallen nicht runter, weil falls die runterfallen, müssen wir das nochmal neu probieren. Weil ich glaube, den Rekord hier können wir auf jeden Fall knacken. So, das sind jetzt 6 Stück.
Oh mein Gott, er fängt an zu wackeln. Okay, okay, wir brauchen eine bessere Stabilität, Freunde. Das sieht schon relativ gut aus, aber das ist noch zu instabil. No, der wird... Oh mein Gott, Digga, der fällt schon bei 6 runter. Okay, wir müssen irgendwie andere Taktik machen. Wir gehen Donut nach Donut. Wir wechseln uns ab, weil ich glaube, die hier sind stabiler, die weißen. Dann gehen wir wieder hier einen normalen. Okay, einfach schnell. No, die fallen. Oder bitte. Die werden auch gegessen, Freunde, keine Sorge. Zwar nicht von mir, aber von irgendwem. Digga, das schaffe ich nicht. Digga, ich dachte, das wäre easy. Wie hat er das hingekriegt, diese scheiß Donuts zu stapeln? Hm, lecker. Wie hat er das hingekriegt, diese Donuts zu stapeln? Wir haben jetzt 7. Also auf jeden Fall, alle einfach drauf zu klatschen, funktioniert nicht. Ich werde versuchen, vielleicht einfach nur so hoch zu kommen mit dem Rekord, wie es geht. Vielleicht müssen wir die so richtig balancieren. Bruder, hör doch auf, Junge. Nein, Bruder. Shit, Digga. Oh, 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 oh. 8, 9. Oh mein Gott, Digga, das könnte das werden. Ah, nein, chill. 10, 11, 12, 13. Auf gut Glück, Freunde. Ich krieg's nicht hin. Ja, gut, okay. Ich würde sagen, wir scheißen auf diesen Rekord, Freunde, weil den habe ich nicht hinbekommen. Also Rekord Nummer 2 haben wir leider auch nicht hingekriegt. Vielleicht wird es ja jetzt beim dritten besser. Und der scheint ein bisschen realistischer sogar. Dieses Klopapier mit einer Hand komplett auszurollen. Ich weiß nicht, wie man das hinkriegen soll, aber anscheinend einfach so die ganze Zeit drehen und dann soll anscheinend das Klopapier irgendwie aufgehen. Ist auch keine Verschwendung, Freunde, weil das kann man ja immer noch irgendwie benutzen als Servietten oder so. Denn, Freunde, ich werde das ungefähr hier so halten, mache meinen Finger da so rein und dann kann ich das so in der Luft die ganze Zeit drehen. Checkt ihr, was ich meine? Der Timer liegt hier, Freunde. 3, 2, 1, gib ihm! Oh, shit! Oh, Junge, mein Tornado, Alter! Schneller! Oh mein Gott, ich glaube, das kann funktionieren. Wir sind bei 11, 12. Ah, fast. Wir haben noch ein bisschen, aber ich würde sagen, das ist jetzt ein bisschen spät gestoppt. Ich würde ungefähr so auf 17 Sekunden rechnen. Wir haben es fast geschafft. Und Momo hat jetzt was zum Spielen. Nice! Momo! Momo! Essen? Drei, zwei, eins, go! Oh, hä? Zählt das? Zählt's? Freunde, ich würde sagen, das zählt. Bruder, die Klopapierrolle ist leer. Okay, wir haben es in 5 Sekunden geschafft. Es ging ja darum, im Prinzip eigentlich einfach nur das Klopapier komplett auszurollen. Und es ist ausgerollt. Wenn ihr mir nicht glauben wollt, dann... Okay, das mache ich jetzt nicht, weil das kann man noch benutzen. Dann würde ich sagen, haben wir jetzt hier einen richtigen Saustall. Aber im Prinzip, Freunde, haben wir es geschafft, in 5 Sekunden die Klopapierrolle irgendwie aufzumachen. Und somit den Weltrekord haben wir. Weiter geht's zum nächsten. Hierfür haben wir eine schöne Dose mit Erbsen. Denn, Freunde, bei diesem Rekord geht es darum, Erbsen zu pusten. Klingt dumm, ich weiß, aber es hat wirklich jemand sich gedacht, komm, Bruder, ich mache eine Erbse auf den Boden, puste und dann fliegt die einfach 12 Meter. Von daher werden wir jetzt testen, ob das wirklich funktioniert und ob wir es vielleicht besser machen können, wenn ich die Scheiße aufkriegen würde. Wir nehmen uns eine kleine... Hör doch auf, Alter! Wie kann das passieren, Mann? Wir müssen im Prinzip nur eine einzige da rauskriegen, Freunde. Ich esse sowieso keine Erbs, deswegen wird das sowieso weggeworfen danach. So, wir nehmen eine kleine Erbse da raus und die müssen wir jetzt 12 Meter pusten. So, ich habe die Erbse jetzt hier, Freunde, und dieser fliegt ungefähr bis da hinten zur Couch. Das sind ungefähr so 7 bis 8 Meter, Freunde, und deswegen werde ich mal gucken, ob wir das überhaupt hinkriegen, erstmal diese 7 bis 8 Meter zu schaffen. Und wenn wir das geschafft haben, dann werden wir für die 12 weitermachen. So, ich lege die jetzt einfach hier auf den Boden, diese schöne Erbse. Das waren auf jeden Fall vielleicht 1,50 Meter. Wir machen einen neuen Versuch. Erbse, Bruder, dann bitte streng dich an, Mann. Ich brauche deine Energie, ich brauche deine Kraft. Ich schaffe noch nicht mal irgendwie 3 Meter oder sowas. Wie hat der Typ 12 Meter hinbekommen, Bruder? Das ist einfach einmal komplette Achterbahn. Der Tisch ist ein bisschen gerade versaut. Ich glaube, das ist das unordentlichste Video, was ich jemals gemacht habe, weil hier so viel Müll einfach rumliegt. Aber wenigstens gibt es gleich Donuts für alle, die hier sind. Jetzt kommen wir zu demjenigen, wo ich am meisten Angst vor hatte. Ich mag das gar nicht, das Gefühl jetzt, Digga. Es geht nämlich jetzt darum, Freunde, einen Ballon aufzublasen mit dem Mund und zum Platzen zu bringen, ohne ihn anzufassen. Heißt also, blasen, blasen, blasen und dann platzt der irgendwann. Und ich habe ein bisschen Angst. Aber okay, let's go. Macht das bitte nicht nach. Werdet ihr sowieso nicht, weil keiner ist so dumm wie ich und lässt einen Ballon in seinem Gesicht platzen. Aber wir gucken erstmal, ob ich das hinkriege. Von daher, 3, 2, 1,
Let's go! Das war nicht mein Ziel. Bruder, ich kann keine Ballons aufblasen. Ja. Das steht nicht mit dem Mund aufblasen, sondern Pumpe dafür benutzen. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, Freunde, dass die Ballons so schwer aufzublasen sind oder ob ich einfach zu blöd dafür bin, aber hey, noch ein Rekord, den wir nicht geknackt haben. Okay, Freunde, wir haben noch einen letzten und zwar muss ich 25 Marshmallows essen in einer Minute. Ey, und mir ist immer noch kurz übel von diesem Mac-Menü. Also wir haben 1, 2, 3, 4, 25 Marshmallows, Freunde. Eine Minute soll ich die jetzt essen. Ich habe eine Minute gebraucht für einen Cheeseburger. Wie soll ich bitte in einer Minute die ganzen Dinger hier essen? Okay, wir probieren es, Freunde. Ich hole schon mal eine Schale, weil ich weiß, ich werde wieder kotzen. So, von daher, ready, set, Alexa, Timer auf eine Minute. Eine Minute, ab jetzt. Let's go. Ja. Danke. 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 Okay, nope. Ich mache nie wieder irgendwas mit Wettessen oder Schnellessen oder ich kann die Scheiße nicht, Digga. Ich dachte, wenn ich was trinke, dann geht das irgendwie ein bisschen schneller, aber ich bin so behindert dafür. Freunde, wenn ihr irgendwas davon hingekriegt habt, dann sei es egal, irgendeine Challenge, schickt mir das gerne auf Instagram, Freunde, ich werde das Ganze reposten. Aber ich wette mit euch jetzt schon, niemand wird das hinkriegen, weil ich habe es nicht hinbekommen. Dann werdet ihr das auch nicht schaffen. An der Stelle lassen wir euch auch gerne... Alexa, stopp! An der Stelle lassen wir gerne einen Daumen nach oben da, Freunde, und schreibt in die Kommentare, wenn ihr irgendwas davon besser machen könnt oder so. Oder wenn ihr eine Idee habt für andere Weltrekorde, dann können wir die gerne auch nochmal testen. Ansonsten sehen wir uns morgen bei einem neuen Video oder am Sonntag bei der Talentshow, Freunde, wo ihr euer Talent beweisen könnt. Deswegen Sonntag, 20 Uhr, seid am Start. Aber jetzt erstmal, Peace!